Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die aktuell 5 besten Nationalmannschaften Afrikas. Platz 5, Nigeria. Die nigerianische Fußballnationalmannschaft ist eine der erfolgreichsten afrikanischen Fußballnationalmannschaften. Das auch Super Eagles genannte Team erreichte dreimal das Achtelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft, gewann dreimal die Afrikameisterschaft und wurde 1996 Fußball-Olympiasieger. Der aktuelle Marktwert der Super Eagles liegt bei etwa 193 Millionen Euro. Der aktuell wertvollste Spieler ist der 22-jährige Mittelstürmer und Ex-Wolfsburger Victor Osimhen. Sein aktueller Marktwert liegt bei etwa 50 Millionen Euro. Platz 4, Marokko. Die marokkanische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballnationalmannschaft des nordafrikanischen Staates Marokko. Sie gehört zu den erfolgreichsten Mannschaften auf dem afrikanischen Kontinent. Die Marokkaner gewannen 1976 die Fußball-Afrikameisterschaft und die marokkanische Fußballauswahl nahm auch noch 5-mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Ihr bestes Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreichte die Mannschaft 1986 mit dem Erreichen des Achtelfinals. Platz 3, Algerien. Die algerische Nationalmannschaft, auch Les Fenech genannt, repräsentiert das nordafrikanische Land Algerien im Fußball. Der amtierende Afrikameister Algerien qualifizierte sich insgesamt schon 4-mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das beste Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft war 2014, wo man bis ins Achtelfinale kam, wo man am Ende knapp gegen den Weltmeister und gegen einen überragenden Manuel Neuer ausgeschieden ist. Den Afrika-Cup konnte Algerien insgesamt 2-mal gewinnen. Platz 2, Tunesien. Die tunesische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballauswahl des nordafrikanischen Staates Tunesien. Tunesien qualifizierte sich insgesamt 5-mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft und 2004 konnte man die afrikanische Meisterschaft holen. Platz 1, Senegal. Obwohl Senegal das Afrika-Cup-Finalspiel gegen Algerien 1-0 verloren hat, ist die senegalesische Fußballnationalmannschaft Weltranglisten 20. Und damit auch die beste Nationalmannschaft, wenn man die Weltrangliste glaubt. Senegal gewann keinen einzigen Titel in ihrer Nationalmannschaftsgeschichte und konnte sich nur 2-mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Dafür kam man 2002 bis ins Viertelfinale und auf dem Weg hat man sogar den Weltmeister Frankreich geschlagen. Die aktuell bekanntesten senegalesischen Nationalspieler sind Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy und Zweitliga-Innenverteidiger Salif Sané. Wenn man sich den Kader so ansieht, sieht man, dass es viele gute, talentierte und gerade Weltklasse-Spieler im Kader sind, bis auf Salif Sané. Und ich bin gespannt, vielleicht sehen wir Senegal häufiger bei einer Weltmeisterschaft und vielleicht holen sie irgendwann mal den Afrika-Cup. So, das war's mit dem Video. Wir sind jetzt in der Endcard. Oben links auf das Video klicken. Da geht es um die schlechtesten Nationalmannschaften Europas. Und in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und von unten rechts ist irgendeine Playlist verlinkt. Das würde mich freuen, wenn ihr auf mich hören würdet und meinen Kanal abonnieren und auf das Video klicken würdet. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.